Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil Internetrecherche mit Google. Diesmal schauen wir uns weitere Filter und Sonderfunktionen von Google an. Fangen wir mal mit was ganz Einfachem an. Wenn ich hier zum Beispiel Uhrzeit schreibe, dann kommt hier die aktuelle Uhrzeit. Dann komme ich hier entsprechend auf die Startseite. Man sieht hier schon, hier ist ein Mikrofon. Wenn ich das entsprechend aktiviert habe, dann kann ich sagen, okay Google, suche nach Strom. Und okay, hat jetzt etwas mehr mitbekommen. Eigentlich reicht es aus, wenn ich sage, okay Google, dann kommt man in diesen Bereich rein und jetzt kann ich sagen, suche nach Strom. Jetzt zeichnet er natürlich alles auf, also da darf ich natürlich nebenbei hier nicht reden. Gut, was kann man jetzt alles finden? Was habe ich denn dauernd mit Strom am Hut? Also wenn ich Strom habe, dann habe ich zum Beispiel entweder die Elektrizität oder vielleicht die Gewässer und ich kann das entsprechend eingrenzen, indem ich hier, was hier schon vorgeschlagen ist, sagen minus Gewässer, das heißt, ich schließe dann praktisch Gewässer aus und es kommen tatsächlich nur die Trefferergebnisse, wo es sich um Elektrizität handelt. Ich kann aber auch den Suchbegriff präzisieren, also ich könnte auch sagen, statt Strom, Stromstärke. Dann bekomme ich wieder einige andere Treffer und ich könnte aber auch weitere Kombinationen machen. Ich könnte statt dem Minus, könnte ich sagen, Plus, Versuch oder Versuchsaufbau. Dieses Oder, das geht mit Alt groß und dem Größer-Kleiner Zeichen. Dann bekomme ich das hier. Und dann könnte ich hier noch schreiben Versuchsaufbau. Und schon bin ich bei 13.000 Treffern. Also hier auch noch einmal sehr weit eingegrenzt. Ich könnte das jetzt noch mal kombinieren. Zum Beispiel mit einer Phrase. Also zum Beispiel Ohmsches Gesetz. Und kann dadurch den Suchbegriff noch weiter einschränken. Jetzt bin ich schon bei 2000 Treffern. Ja, man kann auch das Wetter anzeigen lassen. Also dazu gebe ich dann Wetter Markt Indersdorf ein. Und hier habe ich sofort das aktuelle Wetter von heute. Wird mir sofort vorgeschlagen. Ich kann auch Maße umrechnen lassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 15 Meilen habe in Kilometer, dann werden mir die auch entsprechend umgerechnet. Ja, wenn ich nicht mehr möchte, dass Google vielleicht nebenbei mitschneidet, wenn ich OK Google sage, und schon fängt es wieder an, dann kann ich das entsprechend ausschalten. Dazu brauche ich die Einstellungen, das findet man hier und dann etwas versteckt findet man unter den erweiterten Einstellungen hier dieses zum Starten der Sprachsuche OK Google aktivieren. Da machen wir das Häkchen raus und dann stört uns das hier nicht mehr. Was kann man jetzt in Google noch machen? Man könnte zum Beispiel auch rechnen lassen. Also zum Beispiel 12 plus 3 haben wir hier schon vorgegeben. Und er rechnet mir das automatisch aus. Mittlerweile gibt es sogar hier einen Taschenrechner, den ich dann entsprechend verwenden kann. Und braucht die Ergebnis oder braucht die Formel oben gar nicht mehr eintragen, sondern kann hier praktisch mit der Maus die entsprechenden Rechenformeln eingeben. Ja, ich habe hier noch ein Lexikon, also dazu muss ich immer define dazu schreiben, Strom, und dann
kommt hier die entsprechende Webdefinition. Meistens landet man hier dann auf Wikipedia, um hier eine Definition zu bekommen. Wenn man hier Strom eingibt und dazu dann Deutsch-Englisch, landet man meistens auf dieser dict.cc-Seite, dieses Englisch-Wörterbuch, wo man hier dann die Ergebnisse hat. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, und zwar, ich könnte hier über die Web-Apps, das finden wir hier, über mehr kann man hier zu diesem Google-Übersetzer kommen. Und wenn ich hier Strom eingebe, dann habe ich hier im Englischen dann die Übersetzung. Ich kann aber auch andere Sprachen eingeben. Was nehmen wir denn hier? Türkisch, Akim. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, kann man es hier auch entsprechend anhören. Um noch weitere Funktionen herauszufinden, was ich denn so alles mit Google machen kann, gibt man hier einfach Inside Search, Search falsch geschrieben, Google ein. Es wird gleich berichtigt. Und hier gibt es nochmal ein Lernprogramm, wo man hier sämtliche Tipps und Tricks zur Google-Suche erfahren kann.